Als nächstes darf ich Frau Professor Barbara Traub, Vorstandsvorsitzende der Repräsentanz der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg, begrüßen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Freundinnen und Freunde unserer gemeinsamen Demokratie, ich bin beeindruckt, wie gut wir als Stadtgemeinschaft zusammenhalten und beeindruckt, wie viele Menschen heute hierher gekommen sind. Ich bin beeindruckt, wenn ich sehe, wie breit das Bündnis ist, das sich hinter den Aufruf der Jüdischen Studierendenunion gestellt hat, um heute gemeinsam ein deutliches Zeichen hinauszusetzen in unsere Stadt und in unser Land. Wir alle, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir alle sind Stuttgart. Wir alle sind eine bunte, eine facettenreiche Stadt mit Menschen aller Religionen, aller Kulturen, ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen, mit Wurzeln hier in der Region und aus überall der ganzen Welt. Diese Vielfalt ist eine Stärke unserer Stadt und unseres Landes. Allein der Blick in unsere jüdische Gemeinde hier in Stuttgart und Württemberg, für die zu sprechen ich eingeladen wurde, offenbart ein fulminant breites Spektrum an Menschen unterschiedlichster Herkunft, kulturellen Eigenheiten und religiösen Überzeugungen. Und diese Vielfalt, liebe Bürgerinnen und Bürger, ist etwas Wunderbares. Sie macht es für mich immer wieder spannend und interessant. Ja, diese Vielfalt macht für mich das wahre Leben unserer Gemeinde aus. Man lernt einander kennen, lernt voneinander, bringt sich ein, hier im Haus der Religionen, beim Haus Abraham, bei Shalom und Salam, tauscht sich der Gerdelsohn bilateral mit anderen aus. Jüdische Gemeinden waren schon immer vielfältig. Und mit der großen Zuwanderungswelle der 90er Jahre ist auch unsere Ortsgemeinde hier in Stuttgart, die mit Abstand größte jüdische Gemeinde im Land, auch um vieles bunter und vielfältiger geworden. Um so vieles lebendiger. Und ich darf Ihnen bei dieser Gelegenheit als gebürtige Wienerin die herzlichen Grüße von meinem Vorstandskollegen Michael Kaschi, einem gebürtigen Israel, und Michael Rubinstein, übrigens der einzige Sowjetunion geboren wurde. Und ich bin unglaublich stolz auf unsere Studierenden, dass Sie es waren, die mit dem Aufruf zur heutigen Kundgebung, zur Verteidigung der Demokratie, Vielfalt und Freiheit die Initiative ergriffen haben und so viele Menschen, Parteien und zivilgesellschaftlichen Gruppen von außerhalb der Gemeinde ganz selbstverständlich hierher zusammen gemacht haben. Und da danke ich Ihnen. Leider auch nicht. Teils arbeitete man sich an Muslimen ab,
die man nach dem 11. September 2001 unter Generalverdacht stellte. Dann waren wir Juden 2012 in der Beschneidungsdebatte dran und später waren es die Migranten. Doch gemeinsam ist es uns als Stadtgesellschaft gelungen, dass Montagsspaziergänge in unserer Stadt keinen Fuß gefasst haben. Und ich bin überzeugt, dass es uns auch gelingen wird, den aktuell bedrohlichen, antizionistischen, motivierten Antisemitismus zurückzudrängen, der uns dieser Tage in schlaflose Nächte bereitet. Ja, wir können zurückblicken auf Erfolge, die wir als Gemeinschaft immer wieder auch hier vor Ort erreicht haben. Und umso mehr muss uns alarmieren, wie weit rechtes und rechtsextremes Gedankengut in die Mitte unserer Gesellschaft eingesickert sind. Wenn antisemitische Flugblätter aus der Jugend nicht als Irrweg eines jungen Mannes oder seines Bruders wahrgenommen werden, sondern Sympathie und Wählerstimmen bringen. Und es hat mich schockiert, wie viele Menschen in unserem Land der radikalen Randgruppe der Identitären zuzurechnen sind. Schockiert, wie weit über die toxische Rhetorik des vollen Bootes aus den 90er Jahren hinaus sind und bürgerlich kamouflierte Rechtsextreme über die Deportation von Millionen unliebsamer Menschen schwadronieren. Es war kein Rollatorputsch, wie Alice Weidel die Umsturzpläne verniedlichte, sondern eine rechtsextreme Gruppe, der neben einer ehemaligen Abgeordneten ihrer Fraktion zugleich Richterin an einem deutschen Gericht und auch Angehörige des Militärs dabei waren. Wer, liebe Bürgerinnen und Bürger, hatte eigentlich die Nationalsozialisten ernst genommen, bevor sie an die Macht kamen? Doch ab dem 1. September, Dezember 1941 verließen Deportationszüge mit den jüdischen Bürgern unseres Landes den Stuttgarter Nordbahnhof in Richtung der Vernichtungslager und später folgten Sinti und Roma. Unsere jüdische Geschichte der letzten 100 Jahre zeigt, wie brandgefährlich die Lage ist und wie gefährlich die Verharmlosung und Verniedlichung von Verbrechen wie Vertreibung ist. Im Oktober 1938 wurden tausende jüdische Menschen mit Wurzeln in Osteuropa schon einmal remigriert, um Monate im Niemandsland zwischen Deutschland und Polen zu vegetieren. Im November 1938 wurden systematisch die jüdischen Männer in Konzentrationslager aus Stuttgart ins Konzentrationslager Welzheim und in Dachau gesperrt, um die Familie zur Ausreise zu nötigen. Auch diejenigen fort zu migrieren, die ihre Wurzeln doch hier in der Stadt und in unserem Land hatten. Liebe Bürgerinnen und Bürger, solche rechtsextremen Fantasien sind kein Spiel, sondern waren vor wenigen Jahrzehnten hier in unserem Land und in unserer Stadt eine Lunte, die man 1933 noch belächelte. Die Nationalsozialisten nahmen damals viele der Demokraten nicht wirklich ernst. Doch es war die Lunte, die die Menschen unseres Landes nicht mehr auszutreten vermochten, die selbst in den Trümmern der Städte überall in Deutschland noch nicht erlöschen wollte. Wir waren schockiert über den Vogelschiss der Geschichte des Herrn Gauland und die erinnerungspolitische 180-Grad-Wende des Herrn Höcke. Wir dachten, diese Lunte würde erlöschen. Heute sind wir von den zu erwartenden Wahlerfolgen der AfD Thüringen und AfD Sachsen schockiert. Zwei erwiesenermaßen rechtsextremistischen Landesverbände der AfD. Aber wir werden es schaffen, die Lunte zum Erlöschen zu bringen. Stuttgart hält zusammen. Für Demokratie, für Freiheit und Vielfalt. Und wir haben in den letzten Wochen mehr denn je begriffen,
Freiheit, Demokratie und Vielfalt sind keine Selbstläufer. Die Mütter unserer Väter unserer Verfassung wussten dies. Und sie haben uns mit dem Artikel 18 auch das Werkzeug an die Hand gegeben, um Gefährder unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung aus dem Spiel zu nehmen. Sündern, die wieder und wieder die Lunte einfach anfachen, nicht fortzumigrieren, sondern sie von dem demokratischen Spielfeld zu nehmen. Auch, meine Damen und Herren, radikale Spitzenkandidaten einer gesicherten rechtsextremistischen Partei. Liebe Bürgerinnen und Bürger, nie wieder ist genau jetzt. Stehen wir alle, so wie heute, auch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, wo immer es notwendig ist, für unsere Demokratie, unsere Freiheit, unsere Vielfalt zusammen. Danke.